Der Vorhaben von Irene Kuss sah nicht anders aus, als mich in das Heim zu locken, damit ich wieder unter seine Kontrolle komme. Er eröffnete mir, dass ausgerechnet Imoen ebenfalls ein Kind Baals sei, offensichtlich der Grund dafür, dass Gorion sie zusammen mit mir aufgenommen hatte. Irenikus hatte Imoens heilige Seele bereits gestohlen und nach der Durchführung eines Rituals sah er mir das Gleiche an. Dies war alles Teil des großen Racheplans, über den er sich jedoch ausschwieg. Bodhi sollte mir den Rest geben, allerdings erlaubte sie mir eine kleine Jagd durch die Verliese des Heims. Ich überlebte nur, um am Ende in Baals Avatar verwandelt zu werden, den Schlechter. Ohne meine Seele kann ich das Böse in mir nicht mehr kontrollieren. Auf meinem Weg durch den Dungeon konnte ich die Insassen des Heims befreien und zusammen mit ihnen konnten wir Irenikus zum Rückzug zwingen. Es ist ein Sieg, aber ein hoher. Der Magier ist immer noch nicht besiegt und Imon und ich sind immer noch ohne unsere Seelen. Nachdem ich die Zaubererfeste verlassen hatte und Irenikus und Bodhi gefolgt war, landete ich schließlich im Unterreich. Dort erfuhr ich, dass das Pärchen es fertig gekriegt hat, die Eier von Adalund zu stehlen, einem silbernen Drachen. Sie haben sie den Dunkelelfen als Gegenleistung für freien Durchgang und vielleicht weitere Dienste, die ich nicht kenne, vermacht. Die Drachendame hat mich in einen Dwarf verwandelt, sodass ich ungehindert nach Ust-Nata oder Ust-Nafar kann. Dank ihrer und meiner Bemühungen war ich in der Lage, das Unterreich zu überleben und erfuhr nebenher etwas über Renikus und seine Pläne. Soweit ich durchblicke, hat Irenikus durch sein Vorgehen den Einfluss der Drachendame Adalon als Wächterin des Elfentempels zunichte gemacht. Auch wenn die Drow sich nur wenig aus Eroberungen in der Oberwelt machen, so konnten sie den Oberweltelfen einen beschämenden Schlag versetzen. Die Drow haben eine sehr alte und symbolhafte heilige Stätte der Elfen zerstört. Ein großes Aufgebot der Elfen wurde stationiert, das die Gegend sicher und bei Bedarf zurückschlagen kann. Auf beiden Seiten gab es viele Verluste. Anscheinend beabsichtigt Irenikus, das Gemetzel zu seinem Vorteil zu nutzen. Aber wie? Ja, und das war's schon. Persönlich haben wir ja nur noch das hier. Und erledigte Aufgaben. Verfolgung von Irenikus und Bodhi. Ja, Einlass ins Heim wurde nicht richtig abgeschlossen. Und hier ist die Sache mit Valiga Cortala irgendwie nicht richtig abgeschlossen worden, was uns allerdings relativ egal sein kann. Was ich wichtiger finde, ist, dass Imon mal Level abkriegt. Wobei sie als Magier schon auf derselben Stufe wie Eri ist. Gut. Wir rasten jetzt hier erstmal. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Oh. Wacht auf und hört mir zu. Ja. Visionen bringe ich euch. Zur Warnung vor dem, was jetzt geschieht und dem, was bald geschehen könnte. Dieses Bild wird die Wahrheit sagen, denn ihr besteht aus zwei Seiten und die Lügner haben ihren Beitrag bereits geäußert. Klingt nicht so nett. Ihr seid unterwegs auf der Suche nach euch selbst. Geteilt, zersplittert. Ein Teil von euch fehlt. Ja, das ist nichts Neues. Euer gesamtes Inneres wird angefüllt von Tod, von Dunkelheit, während ein anderer, Irenikus, mit eurer Stärke mordet. Seht euch die Zerstörung an, die er gebracht hat. Seht die Verwüstungen, die er mit sich bringt. Er hat eure Zukunft gestohlen, um seine eigene dadurch zu ersetzen, um seinem eigentlichen Schicksal zu entgehen. Dies muss ungeschehen gemacht werden. Zu eurem eigenen Wohle und zu dem ihren. Ihr müsst das, was gestohlen wurde, zurückbringen. Sollte ihr Leben nicht genug sein, so denkt an euer eigenes. Ihr werdet euch selbst an das Loch in euch verlieren.
Ihr vereint in euch das Potenzial, euch selbst der schlimmste Feind wie auch euer eigener Retter sein zu können. Ja, das hat nur nichts hier bei unseren Aufgaben geändert. Fragt nur, was möchtet ihr? So, jetzt da wir ziemlich gut bewaffnet ausgerüstet sind, können wir anfangen, uns mit den Lichts zu messen. Wobei ich als erstes erstmal die Wildnis erkunden möchte. Bei Zeit haben wir noch. Vielleicht kriegen wir noch ein Level-Up für Imoen vorher. Sind ja nur noch knapp 600 Erfahrungspunkte, die fehlen. Keine große Herausforderung. Ziemlich erreichbar. Ja, ich find's lustig, wie... Warum wird das jetzt alles rot hervorgehoben? Das finde ich gerade ein bisschen... fragwürdig. Nun gut. Steh ab! Abschaum! Meinen Freunden werdet ihr nichts. Ich warte. Was immer ihr wünscht. Ich gerade die Gegner, die ich mir erhofft habe. Aber sie fallen wenigstens schnell. Ich glaube, die Gebiete waren noch nicht recht groß. Na, das hier geht einigermaßen. Oh, Wolf wär's. Die sind... erwischt! Mehr als ausreichend für Immuns Level Up. Habe ich eigentlich den Schwierigkeitsgrad hochgestellt? Ja. Da stelle ich ihn jetzt mal runter. Dass Immun aufleveln kann. Magiezauberstufe 7, das ist okay. Zusätzlicher Trefferpunkt, Sagenkunde. Stufe 7 Zauber. Ein begrenzter Wunsch. Schwedzünder Feuerball. Regenbogenstrahl. Wort der Macht Betäubung. Projizierendes Ebenbild. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist halt eine Feuerballfalle. So. Fragt natürlich. Wenn es das ist, ich war. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ah ja, wenn, dann gucken wir uns erstmal auf der Seite der Brücke um. Hier sind wir runtergekommen. Hier geht's eh nicht weiter. Wir haben dadurch jetzt aber nicht... Nein, haben wir leider nicht freigeschalten. Und hier geht es auch nicht weiter, also müssen wir über die Brücke.
Nehmen wir an, dass wir durch das Gebiet hier halt pass über die kleinen Zähne durch müssen, um in den Nordwald und den Tethierwald zu kommen. Kann ich mir halt gerade nicht anders vorstellen. Jo, jetzt sind die beiden freigeschaltet. Keine große Herausforderung. Ah, wenn, dann gucken wir uns erst fertig um. Hier hinten ist nichts, weil da ist nur ein Felsen im Weg. Ja, folgt nun gut. Ach, ein Ankeck, oder? Ja, mindestens einer. Ja, Amkeks, die irgendwen gefressen haben und jetzt Geld droppen. Und hier wäre auch noch mal ein Weg raus aus dem Gebiet. Ja, es ist praktisch, 7 Meilenstiefel anzuhaben. Ein Murmeltier. Das es leider nichts zu sagen hat. Tja, und jetzt sehe ich gerade nicht mehr, wo es weitergehen könnte. Ich heiße jeden neuen Morgen willkommen. Einige haben nicht so viel Glück. Nö, irgendwie finde ich jetzt gerade keinen Weg mehr. Mal kurz gucken, wenn ich in eins der anderen beiden Gebiete gehe. Hier in den Nordwald zum Beispiel. Was möchtet ihr? Und zurückgehe. Wo ich dann rauskomme. Ach, wieder hier oben. Und hier sehe ich absolut keinen Weg weiter mehr. Weil hier ist alles felsig, kein Durchgang. Und hier hinter dem Wasserbecken gibt es auch keinen Durchgang. Nur bis hierhin. Und hier sind auch alles einfach nur Wasserbecken. Also nö. Erzählt mir mehr davon. Gehen wir erst in den Nordwald, wenn wir schon mal da waren. Keine große Herausforderung. Ach je. Für die Gefallenen. Habt ihr einen Plan? Ich warte. Gasform hat nichts zu sagen, okay. Okay, verstanden. Ja. Frag nur. Stirb, Kreatur, und nähre die Ehre. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Oh, Mist. Ich warte, was immer. Los, spuck es aus. Ja,
Fragt nur, wenn ihr es wollt. So, soviel zu den beiden.